Okay, dahinter will ich haben. 98. 98 ist sehr gut. Okay, hat gesessen. Drei hat er noch. Wieder nur 73 PBD ist. Ich glaube, wir sollten dich mal ein bisschen hier hin pflanzen. Vielleicht triffst du ja jetzt ein bisschen besser. Ja, das sieht gut aus. Alles klar. So läuft er. Aber dass er keine Ärmel mehr hat, finde ich ehrlich gesagt ziemlich unsexy. So, und du kleiner Scheißer. Du bist echt am falschen Ort. Okay. Wen müssen wir jetzt hier nochmal dringend heilen? Da, da oben. Bist du ein Heiler? Nein. Ach, du hast noch die Betäubegang. Ach du Scheiße, hab ich ganz vergessen, dass wir die auch noch haben. Auf dem Weg. Gehen wir mal hier in Deckung. Shigo muss eigentlich unbedingt nachladen. Waffensysteme bereit. Du musst auch nachladen, aber erst musst du heilen. Und zwar dich selber. Aber dann ist die Runde auch vorbei. Egal, heil dich erstmal. Du bist so hart mitgenommen. Alles klar. Und ich würde sagen, mit dir sprinten wir jetzt mal nach hier rüber. Schön gemacht. So, Dalu nachrücken. Ich glaube, das hier würde reichen. Dann kann er nämlich noch in die Ecke reingucken. Also im Feldposten. Du hast auch noch zwei zur Verfügung. Tja, Deckung ist hier nicht wirklich, ne? Ja, ist glaube ich noch die beste Deckung, die wir hier kriegen. Kaum noch Muni, aber du musst ihn beschützen. Alles klar. Schauen wir, was unsere Freunde machen. Alien Ho. Nichts. Nichts finde ich richtig gut in dem Moment. Ich rücke vor. Feindliche Einheit ausgemacht. Luren C. Dünne Männer. Die fiesen kleinen Schlingel. Na, probier's mal. Naja, immerhin hast du die Deckung weggeschossen. Von dir. Verschmutzung der Zieloptik registriert. Verschmutzung der Zieloptik registriert. Sehr schön. Gehe in Position. Der Druck auf den Dampf. So, du musst uns erst ein paar Runden bescheren. Obwohl, ich glaube, wir hätten erst noch kämpfen sollen und dann Runden aufbauen. Hätte sinnvoller sein können. So, Feldposten. Dalu. Rück mal schön vor. Trotzdem bleibst du wieder auf Feldposten. Vorrücken. Kannst einen sehen, dann kannst du auch schießen. Oh, schöner Schuss. Headshot. Ja, nachladen wäre eigentlich bei dir angesagt, aber wenn du jetzt einen sehen kannst, dann schießt du erstmal. Ja, okay, du kannst ihn sehen, Feuer frei. Komm, wir nehmen es. Ach, dann nehmen wir. Ich nehme dich demnächst auch nicht mehr mit. Zumindest nicht, bis er eine bessere Waffe hat, weil das ist echt Verschwendung, glaube ich. Da können wir wesentlich mehr cooleres Zeug mitnehmen. Ach, guck mal, so ein Digger da oben. Noch ein Digger. Reflexschuss. Oh, schön, der hat gesessen. Ja, dann, ja, das ist Verschwendung. Guck mal, wenn du hier hingehst, kannst du, glaube ich, nach da oben schießen. Ja, mach mal einen Reflexschuss von da hinten. Das ist ein Mac, verdammt nochmal. Was wollt ihr da machen? Nüscht, die trefft ja nicht mal. Da lacht die Schiege doch drüber. Den sehe ich, den sehe ich. Okay, das war's dann schon. Ah, oh, dann schießen wir mal da in die Richtung. Aha. Relic. So, hier oben drauf komme ich gar nicht. Das heißt, ich gehe mit ihr hier rum.
Ach, ich sag der auch schon wieder. So ein Lümmel. Oh, der trifft auch noch für 8. Shiva, Shiva, was wir dich schon geheilt haben jetzt hier. Aber dafür schießt du jetzt auch einen rein. Das ist nur fair. So, du hast eh schon an der Uhr gedreht. Aber einen siehst du auch noch und den nehmen wir auch noch kurz mit. Komm. Oh, wo schießt du hin, Grants? Was soll denn Negativschaden? Du bist ein Negativschaden. Der Grants. Ich mach mich auf. Ah. Keiner da. Ja, du musst ja nachladen, ne? Es sei denn, du schießt mit Raketenwerfer, das lohnt sich überhaupt nicht. Lad mal nach. Komm, Rock'n'Roll. Ja, schießt du mal ein Ründchen. Gerade bei der Ecke macht es überhaupt nichts. Schieber müssen wir nur gleich wieder heilen. Und ach ja, lad mal nach. Vorrücken. Und dann solltest du dich einfach nochmal heilen. Shiva, Shiva, so geht das aber nicht hier. So, Grancy Bancy hat aber auch nur noch einen Schuss. Nutze ihn bitte weise. Und er trifft von hier nicht. Das war mein Fehler. Dann lad mal nach. Das war mein Fehler. Dann geht es straight vor. Oh, ich hätte da hochgemusst. Muss ich immer noch. Also geh hin. Da haben wir keine Zeit zu warten. Das bringt nichts. Ah, du kommst jetzt gut näher. Das ist schön. Siehst ihn leider noch nicht. Egal, Feldposten. Du siehst ihn immer noch, aber du triffst ja so schlecht. Ne? Stellen wir dich mal genau aufs offene Gelände. So, deine Chance. Aha. Jedet also doch. Du musst nur auf 2 Meter ran. Und schon klappt. Position bestätigt. Am Feldposten mit. Mit dir spuchten wir mal richtig nach. Du brauchst keinen Feldposten. Da dürfte eigentlich auch kein Gift sein. Das scheint unser Ziel zu sein. Yes. Begeben Sie sich hin und bergen Sie die Waffe, ehe der Damm komplett zusammenbricht. Mach mal. Wir haben ein neues Ziel. Ah, trotzdem nicht übermütig werden. Wir spielen das ganz cool runter. Dalu verschafft uns noch ein bisschen Zeit. Ja, klick. Alle Ventile sind geöffnet. Warum wollen wir denn einen Klicker? Begeben Sie sich jetzt zu dem Lastwagen und stellen Sie diese Waffe sicher. Machen wir. Aktualisiert. So, komm du wieder nach vorne. Haben wir dann alle? Ne, eine haben wir noch. Einen haben wir noch. Können natürlich eigentlich auch im Prinzip hier mal nachladen, aber das machen wir später. So, da kommt nämlich bestimmt jetzt gleich noch eine Alienwelle. Gehe ich ganz schwer von aus. Und die empfangen wir auf jeden Fall mit einigen Feldposten. Oh, das gibt direkt einen. Oh, das könnten 1, 2, 3 Reflexschüsse werden. Das wäre echt doof. Ja, deswegen. Alles verballert und jetzt kommt der Dicke. Okay, da wurde aber noch einer geholt. Und jetzt kommt nochmal Shigo. Haut direkt 6 rein. So muss es aussehen. Ich denke, er wird nicht mehr zum Zug kommen. Ich würde sagen, den machen wir jetzt richtig platt. Ja, also. Ja, nochmal 6 rein. Ich muss nachladen. Ja, das kannst du gerne machen. Bereit zum Angriff auf feindliche Ziele. Würde ich doch hoffen. Okay, nochmal 6 hier direkt von der Seite. Ordentlich. Bevor der Grants was macht, glaube ich, sollten wir erstmal den Bedems die Chance geben, auch mal was zu töten. Aha, kann er also doch was. Ehrlich. So, denn unser Grancy Bancy, der kann einfach losstürmen. Oh, oh, habe ich einen übersehen? Wo kommt der denn her? Den habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, scheiße. Da steht noch einer. Und Grancy ist im offenen Gelände ohne Feldposten. How uncool ist das denn?
Oh, Dalu zumindest hier irgendwie so einen Halbposten. Darf aber nochmal schießen. Oh, 10er-Crit. Geile Nummer. Geile Nummer. Dann haben wir hier, horch, guck. Ja, komm, du bist ja noch in so einer Art von Deckung. Da kannst du nochmal schnell drauf schießen. Und das war's jetzt. Jetzt kriegen wir erstmal ordentlich ins Gesicht gerissen, aber ich glaube, er könnte keinen töten. Oh, mit dem Crit wäre er sogar tot gewesen. Scheiße. Er darf nochmal. Nein! Ach du Scheiße. Okay. Oh, direkt stabilisieren, damit er überlebt. Alles klar, wurde stabilisiert. Ja, er steht ja am Transporter. Gehen wir noch einen Schritt. Ah, okay. Bitte, ihr versteht das nicht. Ich muss zu den anderen. Ihr könnt nicht. Ich kapiert ihr denn nicht? Wisst ihr, wie viele von uns sie getötet haben? Ihr könnt sie töten? Wie denn? Bitte! Ihr müsst mir helfen, die anderen zu finden! Großartige Arbeit, Commander. Klang ein bisschen leise gerade. Es könnte sein, dass sich die Waffe, hinter der alle her waren, als noch wertvoller für uns erweist, als gedacht. Na, ich hätte den letzten Alien einfach noch umhauen sollen. Das war nicht gerade prall. Aber, wir haben es geschafft, ohne Verluste. Ich hoffe, das war jetzt gerade nicht zu leise. Ich merke nämlich gerade, dass der Sound doch leise ist. Aber, irgendwie erinnert mich das an die Kinofilme von Resident Evil so ein bisschen, ne? Der Psy-Kraft und so. Ah, wir werden gespannt sein. Oder ich bin gespannt, was dabei herumkommt. Also, ja, Shiva ist 5 Tage verwundet. Die wurde aber auch richtig auseinandergesäbelt. Und selbst hier unser Captain Sebasch, Verdemes, ist noch 2 Tage verwundet. Aber er ist aufgestiegen. Naja, ob das so verdient ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gerade nicht. Aber er ist Colonel und entweder haben wir Durcheinander, richtet bei Deckungsfeuer und Flächenangriffen zusätzlichen Schaden an, basierend auf der Technikstufe der Waffe, oder ermöglicht es, eine zusätzliche Standardrakete pro Schlacht abzufeuern, nenne hier. Und ab geht's. Okay, wir haben wieder einiges geborgen, nehmen wir auch mit. Ja, man hat Durant gerettet. Ja, es gibt mal 100 Tacken. Wir bleiben in Kontakt, Cash. Commander. Ja, halt bloß die Klappe, du. Den traue ich nicht. Diese Frau, die wir aus der Alien-Gefangenschaft befreit haben, Annette, war Ihnen anscheinend von Exant übergeben worden. Bislang will sie nichts dazu sagen, wie sie in deren Fänge geraten ist oder was sie so wertvoll für sie macht. So oder so. Wir müssen sie im Auge behalten. Können wir machen. Ja, wir haben ja noch einiges offen. Und was ich jetzt nochmal machen wollte, ist den Schwarzmarkt nochmal besuchen. Und nochmal den Tipp von Grants annehmen. Und alles, wo beschädigt dran steht, komplett rausknallen. Ja, auch beschädigt. Auch beschädigt. Aber wenn es beschädigt ist und wir es rausknallen können, bitteschön. Zack, dann haben wir noch ein paar Tacken bekommen. Ja, ich glaube, diese Exalted-Sachen können wir ehrlich gesagt auch verkaufen. Ich bringe einen Tacken, das ist ja vollkommen egal. Und den Rest. Ja, gut, wir haben 52 Sektuinen-Leichen. Also. Ich denke mal, bis auf 20 runtergehen können wir locker. Also erstmal. Hiervon haben wir nur 6, die will ich nicht haben. Schweberleichen. Bis auf 20 runter können wir auch hier machen.
Hier können wir auch noch ein bisschen Kohle mitmachen, auch auf 20 runter. Ich weiß, euer Tipper, so 10 würde reichen, aber wir machen seit Tagen nichts anderes. Ich weiß noch nicht, wofür das liegt. Denken kann, ist mein Bett. Oh, das ist echt ordentlich viel, aber ich lasse es mal. Damit haben wir einen ordentlichen Geldbetrag. Und jetzt gucke ich mal. Tja. Soll ich in die Kaserne? Nee, bringt alles nichts. Für heute machen wir hier Feierabend und wir gucken in der nächsten Folge, was wir noch machen. Denn da muss ja mehr geforscht werden, da muss einfach mehr hergestellt werden. Und das sehen wir beim nächsten Mal. Also, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich mit dem Ehrenmal für Anne und Julia. Macht's gut, liebe Freunde. Salutiert!